Servus mit den Profis, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2 Remastered. Wir sind beim letzten Mal in dieser Kreissäge angekommen. Und dann machen wir es weiter. Gehe davon aus, wir müssen die irgendwie noch ausstellen. Nur das irgendwie ist jetzt die Frage. Da ist nix. Und da unten ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Tunnel. Wow! Ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Und wir haben... Warte mal. Ich will gerade ungern die Harpune zu sehr belasten. Ich bin jetzt nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber es ist okay. Dann legen wir den Schalter um. Der uns hier rechts reinlässt. Der uns zu einem weiteren Schalter bringt. Der uns da oben irgendwas aufmacht. Jetzt aber schnell. Boah, nicht festbacken jetzt hier. Das ist eine ganz ungünstige Situation zum Festbacken. Oh Mist. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nö. Das haben wir ganz knapp nicht geschafft. Machen wir nochmal. Ich bin abgesoffen. Na, sollte da der Taucher nicht gleich um die Ecke gespitzelt kommen? Waffe wechseln, Pistole. Ja, so wirklich mit mehr Leben rausgegangen sind wir jetzt nicht, ne? Komm, schade, Nico muss ja erstmal ins Wasser springen, nicht geduscht. Doch, gerade eben vorm Stream noch. Mal gucken, ob wir sie jetzt schaffen. Na komm, Schalter. Ja, bitte, Kameraansicht, danke. Aber irgendwie weiß ich nicht, welche Tür dafür aufging. Das ergibt gerade gar keinen Sinn für mich. Das ergibt keinen Sinn.
Ja, oder kann ich jetzt irgendwie was anderes Cooles, Besonderes hier machen? Weil die Tür scheint jetzt dauerhaft auf zu sein. Oh, die geht jetzt wieder zu. Mist. Okay. Das können wir nochmal laden. Ich werde nämlich ersaufen. Okay, also den Schalter einmal umlegen reicht. Es ist kein Zeitschalter. So, komm raus, komm raus, komm raus. Schön daneben geschossen. Dankeschön. Das Problem wäre erledigt, das haben wir jetzt auch besser hingekriegt als beim letzten Mal. Okay, also der eine Schalter ist kein Zeitschalter, der ist dauerhaft dann aktiv. Ist nur die Frage, wo ist diese Tür aufgegangen? So. Das ist ja ein Zeitschalter, das wissen wir. Noch herauszufinden, wo diese Tür ist. Auf jeden Fall nicht unter Wasser, so viel wissen wir. So, kurz Luft holen. Abtauchen. Wir wollen kurz was gucken. Nochmal, wir haben ja jetzt hier die eine Seite auf. Da ist nichts. Ich wollte mich nur noch mal kurz hier unten umgucken. Ich muss jetzt keinen Schalter betätigen. Ich kann jetzt einfach so durchschwimmen. Okay, bringt mir alles nichts. Hier ist nichts. Also müssen wir jetzt herausfinden, wo die Tür war, die vorhin aufgegangen ist. Oder wo die ist. Also ist von denen hier oben keine oder war auch eine Tür in so einem Gang? Ja, war jetzt nicht in einem offenen Raum. Ich frage mich, ob das reicht, dass ich da drauf springen kann. Nö. Da komme ich nicht dran. Also komme ich da auch erstmal gerade noch nicht hoch. Weil die Kante da unten noch zu groß ist. Okay, kann ich hier in den Raum erstmal noch nichts machen? Wir speichern mal kurz. Es könnte halt auch irgendwo hier eine Tür sein, ne? Naja, okay, die kann man nicht bewegen. Und da geht's nirgendwo her. Ich fürchte, das ist keine Tür hier. Wobei, wir können hier noch ein bisschen hoch. Jetzt würden wir zu diesem Helikopter kommen. Gut, der Helikopter ist abgehauen, aber es ist okay. Das ist erstmal soweit okay. Hat einer von euch ein Medikit fallen gelassen? Der hat sogar ein großes fallen gelassen, wie spendabel. Aber da sind wir wieder bei den Fackeln. Aha. Munition. Und eine Schrotflinte.
Das würde ich mal kurz speichern. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt kein Medikit brauche und ein bisschen mal auch mir welche ansammle. Ich versuche immer so lange wie möglich ohne auszukommen, weil die brauchen wir später sowieso bei einem Bosskampf irgendwo. Wobei beim ersten Teil hätten wir da ein bisschen mehr mit rumasen können. Okay. Fackellauf, ja. Wow. Jetzt habe ich mich angezündet. Hätte ich da runter. Oh, ich hätte da drunter und da unten eine M16 gekriegt. Na ja, gut, dass ich vorhin gespeichert habe, ne? Gut, dass ich da vorne gespeichert habe. Liegt eine M16 rum. Das Ding hätte ich gerne. Ich finde, man kann nie genug Sturmgewehre haben. Oh Mann. Mann, ey, das war doch eh. Hoppala. Jetzt verbrauche ich wieder meine ganzen Fackeln. Verdammt. Mist. Ich hätte schneller wieder rausgemusst. Oh wow. Warte mal. Das müssen wir nochmal laden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal rein, um das M16 zu holen. Dann gehen wir sofort wieder raus und machen die ganzen Sachen nochmal. So. M16. Oh, 160 Schuss auch gleichzeitig mit dabei. Schön. So lässt sich es aushalten. So, der Schalter müsste jetzt wieder zurückgehen, ja. Ich werde aber ein bisschen brauchen, um zum Ausgang zu kommen, also. Dann mache ich das in der Reihenfolge. Na komm schon. Okay, das war jetzt dämlich. Können wir das nochmal wieder anmachen? Okay, dann warten wir eben kurz die Zeit nochmal ab. Nützt ja nichts. Das nützt ja gar nichts. So, jetzt nochmal. Knöpfchen drücken. Schalter umlegen. Und rein da. Schnell sich den Chip hier nehmen. Ich glaube, das war in letzter Sekunde. Ne? Ich wäre fast abgefackelt wieder. Aber gut, das haben wir. Das haben wir. Herrlich, herrlich. Jetzt haben wir einen Chip, mit dem wir wahrscheinlich einer der Türen aufmachen können. Um irgendwie den Kran zu bewegen, dass wir rüber können. Aber das werden wir gleich herausfinden. Wo bin ich denn hergekommen? Wo bin ich hergekommen? Ich bin jetzt einmal nur im Kreis gel. Nicht? Ich bin verwirrt. So. Jetzt können wir doch bestimmt den Chip hier einsetzen, oder? Schön. Speichern. Let's go.
Oh nö, da vorne ist wieder so ein Flammenwerfer-Dude, ey, auf den habe ich ja gar keine Lust. Okay, gut, aber den haben wir erledigt, das ist viel wert. Alter, nice. Und du musst auch zu denen schauen, wenn du schießt. Nein, erst schießen, dann denken. Das ist doch weitaus sinnvoller, oder? Speichern. So. Was haben wir hier? Ah, das sind neue Harpunen, glaube ich, ne? Richtig? Richtig. Aha, wie viele waren's? Ein paar. Schön. Wie viele Harpunen haben wir jetzt? Da bin ich auch gerade ein bisschen sehr sparsam. 18. Hat er was Nützliches fallen gelassen? Nö, frech. Der hat aber ein kleines Medikit fallen gelassen. Das ist cool. Den mag ich. Was hat mir der Raum sonst noch gebracht? Also hier oben erstmal nichts, glaube ich, ne? Warte mal, können wir eben kurz einmal hier Weichalinski machen und eben kurz was trinken. Goldschuka, ich trinke auf dich. Komm jetzt ganz schnell raus da. Kommt der hier hin? Kommt der? Komm. Lol, der hat mich einfach getroffen, bevor ich ihn treffen konnte. Frech. Okay. Ist okay. Gut, dass ich gespeichert habe. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich habe es irgendwie ein bisschen geahnt. Ich habe es ein bisschen geahnt, dass da so ein Taucher um die Ecke gelunzt kommt. Der muss auf jeden Fall höher kommen, dass ich den treffen kann. Da hat er mit seiner Harpune auf jeden Fall einen Vorteil. Denn ich habe ja auch eine und 18 Harpunen dafür, aber Neku ist ja ein bisschen sparsam. Beide auch geizig. Aber das sind sogar zwei. Und dann würde ich sagen, ist das gar nicht mal so blöd, so geizig zu sein. Und Ente, hallo. Mist. Alter, die können mir den Harpun echt weit schießen, ne? Gut, ich glaube, ich werde mich mit... denen tatsächlich anlegen. Und ich glaube, ich werde eins der kleinen Medikits fressen, die ich gekriegt habe. Kann ich das Ding mal eben durchladen? Oder sind da einfach echt immer nur zwei Harpunen drin? Das fände ich jetzt ein bisschen wenig. Oh nee, Mann, warum schießt man mit den Harpunen denn so bescheiden? Okay, warte mal, das laden wir nochmal neu. Ich versuche die jetzt wirklich echt doch da oben zu treffen. Mit der Harpune zielt sie halt auch einfach quasi gar nicht, ne? Kann das? Wow! Alter! Okay, das haben wir hingekriegt, das haben wir hingekriegt. Wo sind sie? Da ist einer der Taucher.
Perfekt. Das haben wir hingekriegt. Kein Medikit verschwendet, keine Harpunen verschwendet. Rein da. So mag ich meinen Tomb Raider doch. Hi auch. Oh, da unten ist ein U-Boot, ganz offensichtlich. Jetzt halt die große Frage, komme ich hier? Oh, ich komme hier sogar raus. Okay, ich kann die auch sehen, ruhig einfach von hier aus abknallen, das ist gut. Schön. Kommt er jetzt nochmal raus oder versteckt er sich jetzt für immer da hinten? Ich glaube, er versteckt sich. Okay. Also der Taucher überrascht mich schon mal nicht mehr. Der hätte mich nämlich gerade überrascht, weil ich den nicht kommen sehen habe. Ich höre irgendwo Schritte, aber ich sehe nicht. Ich speichere mal schnell. Und würde auch an der Stelle die Folge beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Videobeschreibung abchecken. Dort findet ihr alle Links zu Social Medias und dann zu Twitch. Dort könnt ihr mit live dabei sein. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer NicoTube. Cheerio.